Willkommen zurück bei Journey. Wir sind wahrscheinlich schon am Ende des Spiels angelangt und unsere Journey ist saukalt. Ja, ich kann nicht mehr rufen. Dafür fehlen die Kräfte, wie es ausschaut. Völlige Erschöpfung. Bist du so weit weggegangen von ihm? Ja, nein, nein, ich mach da. Ich kann nur das, was du jetzt so links und rechts sind. Wie weit? Das Zoom kannst du nicht. Den Zoom kann ich nicht einstellen. Da? Zum Aufwecken? Ja. Ja, schau, bist wieder entfroren. Stimmt, aber du tust viel zu wenig auf das Acht nehmen. Da sind noch ein. Ja. Jetzt können wir hier scheinbar hoch. Rufen. Hallo Freunde, ich bin wieder da. Sehr schön. Und du schaust nicht einmal, ob du irgendwo rein kannst oder was. Also ich wäre das sehr viel umständlicher wie du. Mit alles ausprobieren. Das Spiel ist auf Ästhetik ausgelegt. Da geht es darum, einfach die Eindrücke zu genießen und weiterzuwandeln. Deswegen sind die Rätsel ja wahrscheinlich du auch so leicht. Du frierst. Ich komm wieder ein. Ja, aber das merkt man sehr gut dran, dass ich kaum noch, also nicht mehr so stark rufen kann. Warte, da fährst du hinterher. Ja, in einem Tunnel natürlich, zwischen zwei Bergen kommt. Oh, ich nehme mal an, ich weiß, was wir jetzt tun müssen. Jetzt kommt der Wind daher, der Uhr. Und wir müssen halt hinter dem Stein stehen bleiben. Weiter. Wir können schon kaum... Da steht schlecht, das hätte ich da sagen können. Ja, aber hier... Ja, da ist ja offen. Nee, hier ist überhaupt nicht. Weil es ein Linksfenster. Siehst du das nicht? Da kommt der Wind durch. Gehst hin? Ja, hier hinter dem Stein. Siehst du, wo es trocken ist, ne? Kann ich stehen. Das ist der Schlagschatten, also der Windschatten. Ist auch für auf die Stirn, oder? Nee, zuerst da rechts, da versagt es. Jetzt musst du sowieso... Jetzt schnell. ...gegen den Wind. Und sofort da rein. So, ich glaube, ich muss ja wirklich so direkt. Sicher direkt. So. Das ist ein sehr knapp bemessenes Zeitfenster. Und weiter. So, und jetzt dann nicht. Rufen. Rufen. Ich kann nicht rufen. Ich kann nicht rufen. Fix, genau das ist es. Vielleicht hätte ich das, hätte das sein müssen. Ich glaube nicht, da war ein Teppich. Naja. Rufen, das sind lauter Dinger. Ja, ich kann nicht mehr rufen. Ich kann nur mehr so ganz... Dass das so weit weg ist, das verstehe ich nicht. Das kannst du sicher ändern. Nein. Du musst ja da rauf irgendwie. Ja, so kann ich da hoch. So. Jetzt ist voll gegen den Wind. Wir sind schon fast da. Das sehe ich nicht so. Also ich... Es ist da direkt quasi vor unserer Nasenspitze. Und jetzt tobt das Gewitter. Jetzt ist uns nichts mehr wohlgesonnen. Und unseren Schal hat's weggeweht. Und Journey kann schon wirklich nicht mehr. Sie kommt einfach kaum noch voran. Mr. Beard. Da vorne.
Wir werden ständig nach links und rechts ab. Das passt schon. Das marschiert auf die Viere. Das heißt, die Hunde sind halt vier. Du musst immer die Richtung halten. Das ist die Richtung nicht. Ja. Nein, nicht doch. Wir sind schon quasi komplett zugefroren. Wir können wirklich nichts mehr machen. Ich kann nicht einmal mehr ansatzweise rufen. Was sind das für Sterne? Was sind das da immer für Sterne, die entstehen? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das schon unser Mantel, der langsam zerfällt. Schaust du bitte? Wir haben es fast geschafft. Ja, du bist total weg von der Strecke. Die Strecken war ganz rechts und die Steine sind weg alle. Das kannst du schon immer. Es geht nur mehr im Schritttempo voran. Nicht zusammenbrechen, bitte nicht. Was tust du? Kannst du das nicht ändern? Die Ansicht? Schaust auf die Seiten. Nein, ich kann jetzt nicht. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich tue gar nichts. Wir scheinen wirklich am Ende unserer letzten Kräfte zu sein. Ja, also das ist ein bisschen öd. Was? Die Szenen, das ist öd. Weil du hast keine Chance gehabt, dass du dich verstärkst. Ja, Skriptsequenzen halt. Das ist ja keine Skriptsequenz. Doch. Kannst du nichts mehr machen? Ich mach gar nichts. Aha, na dann ist es eh so. Quatsch. Wir sind hingefallen. Ich bin hingefallen, Mama. Ich erfriere. Ist da kalt. Das scheint das Ende zu sein von Journey. Oder? Keine Ahnung. Nein. Es gibt wahrscheinlich noch eine letzte Sequenz, wie ich denke. Ah, jetzt sind wir jetzt quasi ein Heiliger, weil wir es versucht haben. Ja, das sind diese Wesen. Wir werden von denen jetzt wieder hergestellt. Was für einen langen Schal wir bekommen. Wir können fliegen. Aber nice, ich kann das sogar steuern. Wie? Das schaut schon ganz anders aus. Kannst du steuern? Ja. Ja, dann du. Rauf mit dir. Ja, zum Leuchtstab, oder? So, und es geht wieder los mit Fliegen oder Schweben über Brücken. Richtig, richtig schön. Ha, das ist einfach nur herrlich. Und hier sind alle guten Viecher nochmal vereint. Darunter scheint es zu gehen. Hallo, liebe Freunde. Und jetzt regnet es nicht mehr Sand, sondern Schnee. Und jetzt kommt nochmal alles, was ich so schön fand. Das
Rutschen und das Gleiten über die Wolken. Und? Tust du sie nicht. Ach, wie herrlich das ausschaut. Also das ist jetzt wirklich Ästhetik und Schönheit pur. Ich weiß, nennt mich sentimental, aber ich glaube, das muss man erleben, damit man das so fühlt. Jetzt kommt wieder dieser Drachen, auf den wir reiten können. Wieder. An den Seetang oder Seetangstoff hinauf. Weiß es nicht hier. Da können wir hin. Jetzt fühlt sich Journey und fühlen wir uns, du dich vielleicht auch so ein bisschen wie Engel, die jetzt hochsteigen. Diese herrliche Atmosphäre. Kann man jetzt nochmal voll auskosten. So, und wir haben wieder keinen Schal. Aber jetzt. Wahrscheinlich brauchst du ihn auch nicht mehr. Und jetzt ist die Umgebung wieder nur, wie am Anfang, wunderschön und überhaupt nicht feindlich. Und ich denke mal, das wird jetzt schon das Ende von Journey sein. Schauen wir mal. Wir sind das, was wir da die ganze rechts. Zeit lang. Hast du was? Ich kann wieder nichts machen. Aha. Ist ein Sequenz, also ein Sequenz. Ja, ich kann noch steuern, aber ich denke mal, jetzt wird's dem Ende zugehen. Am Ende wirst du wahrscheinlich auch so groß. Großes weißes Wesen. Hm. Wahrscheinlich musste jedes dieser Wesen diese Reise antreten. So würde ich das interpretieren und du wahrscheinlich auch. Ja. Und wir treten ins Licht. Was man nicht machen soll, wenn man stirbt, aber bei Journey wahrscheinlich schon. Also ganz ehrlich, du hast nur das halbe Spielerlebnis ohne die Musik. Mhm. Und magst du noch was? Wir sind jetzt scheint unsere Reise vollkommen zu sein. Ja, jetzt kommt noch die Endsequenz, zumindest. Ja. Wir gehen ins Licht.
damit, denke ich, ist Journey keine Ahnung vorbei, weil nein, es gibt noch eine letzte Sequenz. Wo wir am Anfang zur Erde gesandt wurden, steigen wir jetzt wieder auf. So sieht es zumindest aus. Ja. Thank you for playing Journey. Das ist also wirklich das Ende des wunderschönen Spiels. Ich hoffe, ihr habt die 6 Tage, an denen wir es jetzt durchgespielt haben, sehr genossen. Ich lasse euch jetzt nochmal den Abspann drin mit dieser wunderschönen Musik, aber wir verabschieden uns schon einmal pro forma und sagen bis zum nächsten Let's Play. Und meine Bewertung wäre auf jeden Fall, ich gebe nämlich immer Bewertungen zu dem Spiel ab, irgendwas von 100 Punkten. Also es kriegt auf jeden Fall was über 90. Das hat es echt verdient. Ich bewerte das Spiel insofern nicht, weil ich ja kein Audio dabei gehabt habe. Ich meine, die Grafik war toll. Ja, also ganz ehrlich, Gameplay ist einfach, aber schön. Ja, es war sehr abwechslungsreich, von den Wüsten über diesen Untergrund bis hin zu dem Berg, war sehr abwechslungsreich. Und tja, sonst gibt es nichts mehr zu sagen, außer genießt noch den schönen Abspann und die schöne Musik und schaltet auch beim nächsten Let's Play wieder ein. Vielen Dank, dass ihr jetzt die paar Tage zugeschaut habt bei Journey und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.